Hallo und herzlich willkommen hier zu Nystick. Ich bin es mal wieder, Emu, ja heute hier am Sonntag mit einer kurzen Nice News, aber alles weitere wie immer hier gleich nach dem Intro. Los geht es! Im US-Bundesstaat Washington ist ein Gesetzentwurf eingereicht worden, der es Herstellern von unter anderem Notebooks oder Smartphones untersagt, den Austausch oder die Reparatur von Komponenten massiv zu erschweren. Dabei werden explizit verklebte Akkus als ein Beispiel genannt. Dieser Entwurf soll jedoch schon vor Apples Akkutauschaktion eingereicht worden sein. Generell sind jedoch verklebte Stromspeicher bewusste Versuche, eine Reparatur durch Dritte zu unterbinden. Akkus verlieren mit der Zeit ja an Kapazität, weshalb es im Interesse von Nutzern ist, diese austauschen oder reparieren zu können. Ein altes Gerät kann so über einen längeren Zeitraum genutzt werden, anstatt es wegzuwerfen. Bei einem verklebten Akku kann dieser meist nur der Hersteller wechseln, und der verlangt dafür oft viel Geld. Bei manchen Geräten ist der Stromspeicher nicht austauschbar, da das Gehäuse für den Ausbau zerstört werden muss. Dazu zählen beispielsweise Apples AirPods und Microsofts Surface Laptop, weshalb die Hersteller sie bei einem Akkuwechsel wohl komplett austauschen. Ob der Gesetzentwurf in Kraft tritt, bleibt jedoch vorerst offen. Zuletzt musste zum Beispiel Apple für viele iPhones einen vergünstigten Tausch des Stromspeichers anbieten, da die Leistung des Prozessors bei einem verschlissenen Akku gedrosselt wurde. Dem Hersteller zufolge soll so unter anderem ein ungewolltes plötzliches Abschalten des iPhones verhindert werden. Bei einer gealterten Batterie kann dies passieren, da sie nicht mehr genügend Leistung für kurzfristige hohe Belastungen liefern kann. Apple hatte das Vorgehen nicht dokumentiert. Seit iOS 11.3 kann die Drosselung der CPU-Kerne aber abgeschaltet werden. Die neue Betriebssystemversion ist bisher nur für Teilnehmer am Entwicklerprogramm verfügbar. Eine öffentliche Beta soll jedoch noch folgen. Ab dem Frühjahr 2018 werde das Upgrade auch für normale Kunden erhältlich sein. Einen Termin nannte Apple bisher jedoch nicht. Jetzt eure Meinung dazu. Wie findet ihr diesen Gesetzentwurf gegen verklebte Akkus? Sagt ihr, das ist auf jeden Fall eine Sache, die mal gemacht werden muss? Zumal jetzt beispielsweise Apple diesen riesen Skandal hatte mit der Drosselung der iPhones. Oder sagt ihr, naja, irgendwie muss doch Apple auch ihr Geld verdienen? Einfach mal oben in der Infokarte abstimmen. Dort findet ihr auch noch die Abstimmung für das nächste Video am nächsten Sonntag. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben und oder ein Abo dazulassen. Vielleicht auch noch einen Kommentar zu schreiben. Hier findet ihr jetzt noch zwei weitere Videos und die Nice News Playlist. Und dann hören wir uns im nächsten Video wieder. Also macht es gut. Bis dann. Ciao.